Genau, Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay und wir haben wieder ein Live-Gameplay. Ich habe wieder den Steffen dabei. Hallo! Weil wir beide zusammenarbeiten und uns ganz doll lieb haben und ich es immer noch nicht geschafft habe, im Fischkrieg aufzunehmen. Das mache ich heute Abend. Und dementsprechend spielen wir nochmal ein Live-Gameplay. Letzte Woche es kam relativ gut an, auch wenn viele von euch sich den Domme zurückgewünscht haben, weil es einfach Domme ist. Ja, Domme ist einfach Domme. Steffen ist jetzt ganz traurig. Danke dafür. Spaß beiseite. Wir spielen heute einen Mirror. Das versuche ich normalerweise auf dem Channel sehr stark zu verhindern, weil Mirror-Matches immer sehr anstrengend sind, sehr lange dauern und auch von den Gedanken her und so weiter sehr schwierig nachzuvollziehen sind. Im Live-Gameplay dachte ich jetzt, Steffen, du hast eine lange Zeit Painter gespielt. Ich zeige dir jetzt, wie es richtig geht. Und dann fangen wir mal an mit zwei. Alles klar. Dann gucken wir mal, was das wird. Das ist eine 7, das ist Durchschnitt. Das ist ein ziemlich guter Schnitt, ja. Das ist eine 6. Ist eine 6. Ganz kurz unterdurchschnitt. Ich kann anfangen. Ja, ist okay. Dann mache ich mal Plateau Goblin Welder. Das ist eine Ansage. Ja, denke ich auch. Mach mal. Draw for turn. Das ist nicht so eine gute Karte. Grab der Ahnen. Chalice auf 1. Gehe ich mal auf 18. Waxing Bubble. Die ist neu. Die ist neu. Wenn ein Spieler einen Spruch spricht, der und kein Mana dafür bezahlt wurde, wird er gecountert. Und für 1 und tappen kann ich die Opfer noch eine Karte ziehen. Waxing Bubble. Oh, du hast mehrere davon im Deck. Oh, wow. Ja. Ja, gut. Grief wäre jetzt natürlich echt hart gebumst. Sei mal dran. Ja. Aber ich spiele nicht gegen Grief. Das ist richtig. Wir spielen das Mirror. 2 Damage. Dann würde ich ein Fable of the Mirror Breaker spielen. Das kann ja jeder. Wunderschöner Goblin-Schamane von tokens4ndg.com. Und dann haue ich dich für ein. Ja, ich habe 17. Dann dein Zug. Untap. Draw. Interesting. Nehmen wir mal so einen Mountain. Fable. Ja. Geil. Genau das war der Plan. Easy, easy. Da Mann, da Mann. Ich mir hier noch so ein Würfelchen. Seien Sie mal dran. Dann ein Tap Draw. Geh auf 2. Dann würde ich eine Great Furnace abwerfen. Mhm. Und eine Prayer's Apprentice. Mhm. 2 Karten ziehen. Ja. Das ist nicht schlecht. Ursache. Das ist eine gute Karte. 16. Für 4. Kann. Das ist ein Problem. Der ist im Mirror richtig cool. Das ist richtig. Dann greife ich meinem Goblin-Token an. Ich block meinen Goblin-Token. Dann kriege ich noch einen Treasure. Voll gut. Und mit dem Plus mache ich nichts. Okay. Mach. Draw. Kann ist gut im Mirror. Geht die Fable auf 2. Kann ist gut im Mirror, ja. Kannst immer noch Painter auf Blau setzen. Ja. Alle unsere Blasts zu aktivieren. Schattenspeer und Chaos-Gießer. Dann ziehe ich mal 2 für die Fable. Mhm. Natürlich ziehe ich jetzt das. Ist natürlich auch spannend. Kriegen wir mal so einen Mountain. Ich spiele mal so ein Petal, was nichts tut. Okay. Sei mal dran. Enter. 2. Mhm. Also noch ein Draw. 2 und 3. Flip. Mhm. Minus 2. Mhm. City. Ja, dann ist es so. Da kommt es nicht mehr raus. Khan ist geil. Also Mirror kann auch ich Khanen empfehlen. Khan halt ist immer insane. Der absolute Todesstoß. Da, da geht es halt echt darum, wer zuerst den Khan bekommt. Ich würde gerne anfangen. Okay. I guess we try it. Nicht tot. Nee, aber wir fangen mal an mit der klassischen Leyline. Das ist gut, die habe ich mich nicht. Dann spielen wir mal so. So Kensan, Schmelztiegel des Widerstands. Gute Karte. Petal. Ja. Bobble. Ja. Dann sei mal dran. Wilder. Ja. Sei mal dran. Draw. Natürlich ziehe ich das. Ist ja absoluter Traum. Eine Leyline? Schlimmer. Grab der Ahnen. Ja. Lavas bei Boots. Gute Karte. Sei mal dran. Draw. Saga. Unschön. Sei mal dran. Draw for turn. Dinge, die die Welt nicht sehen will. Nicht? Nee, nicht so ganz. Spiel mal einen Mountain. Wir cracken mal die Bubble, um eine Karte zu ziehen. Okay. Das ist okay. Damit können wir arbeiten. Goblin Schmeißmeister. Okay. Wir gehen mal auf 18. Dann equippen wir die Bubble. Da muss ich gerne reagieren und würde gerne die Boots gegen die Bubble tauschen. Das ist okay für mich. Dann equippen wir die Bubble. Das ist eine Karte. Das ist okay für mich. Ich habe fürs Equippen bezahlt. Ich habe noch ein Mana Floating. Dann habe ich jetzt keins mehr Floating. Dann sei mal dran. 2, jetzt habe ich eine Karte. Boah, das könnte noch ein spannendes Game werden. Das ist so ein Plateau. Mhm. Mach mal. Endtap. Ja. Draw for turn. Ja. Mountain. Für 2. Ja. Engineer. Okay. Hol mal den Painter und spiel den. Aber no. Wir haben so viele Möglichkeiten und ich weiß noch nicht, was die beste ist, aber wir gehen, glaube ich, erstmal damit. Oh, jetzt mal eine Chaosgeißel. Gute Karte. Was haben wir dann? Dann mache ich mir einen Dude. Ja, klar. Hast du einen Dude für mich? Ich habe auch einen Dude für dich. Man sieht einfach, ich bin nicht vorbereitet, das Deck zu spielen. Der ist aktuell 2. Enter, Draw. 3. Nutze ich noch einen Dude? 3. Dann haben wir das geopfert. Durch mein Deck. Darauf würde ich gerne reagieren, by the way. Ich würde den mal aktivieren. Ja, was würdest du machen? Die beiden exchangen. Da würde ich drauf reagieren und würde den gegen die Boots tauschen. Naja, ich habe auch nicht drum rumgekommen. Nein. Das ist ein Problem, das habe ich nicht bedacht. Gegen die Boots, sagst du. Ja. Ja, dann passiert das. Okay, dann darf ich dich suchen? Ja. Geil. Was möchte ich jetzt tun? Ich glaube, ich möchte dich mit dir spielen. Und dann will ich den und das spielen. Das heißt, ich brauche einen Mox. Ich brauche einen Mox. Ja, dann haben sie erstmal einen Mox. Ja. Fury?
Da mein Goblin-Ingenieur Einsatzverzögerung hat, ja. Endung ist mittlerweile 4. Kriegt 2 Damage. Prayer's Apprentice. Klar. Ist so ein Topter für mich? Ich habe auch irgendwo einen Topter für dich. Dann geht er auf 5, 6. Ursa-Saga, Ursa-Saga. Ich war gerade überlegen, ob ich den Grandstone aus meinem Deck hole. Da ist ein Topter. Tada. Cool. Dann hau ich dich für 6. Dann haust du mich für 6. Dann gehe ich mal auf 12. Dann mach mal. Draw for turn. Ja, deiner. Mit 2 Ländern mache ich da nichts mehr. Blast.